Wie gewonnen, so zerronnen. Dabei sah es vorbörslich doch so gut aus. Die Indikationen beim DAX über der Marke von 10.700 Punkten und er ist tatsächlich auch über der Marke dann in den Handel gestartet, hat aber peu à peu seine Gewinne abgegeben und ist nun gut eine Stunde nach der Börseneröffnung bei 10.629 Zählern. Das heißt, die kompletten Gewinne sind zunächst mal dahingeschmolzen. Aber der Tag ist ja nun noch nicht zu Ende und es gab auch einige gute Nachrichten, die eigentlich für Kauflaune sorgen können. So beispielsweise der GfK Konsumklimaindex, der um 8 Uhr veröffentlicht wurde und der deutlich über den Erwartungen lag. Das heißt, die Einkommens- und Konjunkturerwartungen der Deutschen sind im Januar angestiegen und auch ihre Anschaffungsneigung, das heißt die Bereitschaft, größere Güter zu kaufen, die ist weiter angestiegen. Eigentlich ein sehr positives Signal, die auch, ja, man kann sagen, durchaus für Kauflaune hier sorgen könnte, aber bislang ist das eben nicht der Fall. Gute Nachrichten gab es auch von zwei amerikanischen Unternehmen, Apple und Yahoo. Beide hatten ja gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt und Apple hat mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Sie konnten im vergangenen Quartal 18 Milliarden Dollar Gewinn erzielen. So viel hat noch nie ein Unternehmen innerhalb von 3 Monaten erwirtschaften können. Und ja, die Cash-Cow sozusagen mal wieder das iPhone. Rund die Hälfte des Geschäftes wird mit iPhones gemacht. Hier gab es neue Umsatzrekorde. Das Weihnachtsgeschäft ist entsprechend gut gelaufen. Und ja, klar, die Aktionäre reagieren entsprechend positiv. Die Aktie rund 6% im Plus. Und dann gibt es noch Yahoo. Die haben auch Zahlen vorgelegt. Die lagen etwa im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn hat sich halbiert. Aber das alles rückte so ein bisschen in den Hintergrund, denn das Unternehmen gab bekannt, dass sie ihre Beteiligung an Alibaba, ein Anteil immerhin von 15,4% mit einem Wert von 40 Milliarden Dollar, ausgliedern möchten. Ein sogenannter Spin-off. Man möchte die Beteiligung in eine Investmentgesellschaft ausgliedern Ende September, wenn die Haltefrist für die Aktien dann endet und dann soll diese Beteiligung wiederum im 4. Quartal an die Börse gebracht werden. Also dieser Spin-off kommt sehr gut an, da es zumal eine Konstellation ist, die quasi steuerfrei ist. Das heißt, Yahoo kann sich von seiner Beteiligung steuerfrei trennen. Das heißt, die Beteiligung wird quasi in einen Gewinn umgewandelt. Also sehr gute Nachricht für die Aktionäre und dementsprechend auch die Aktie von Yahoo mit einem Plus von 7%. Der AWAX Sentiment Index war lange Zeit im Plus zu sehen. Das heißt, die Anleger setzen eigentlich darauf, dass die Rekordjagd in die nächste Runde geht. Wichtig noch, bei Euro-Dollar tut sich bislang nicht allzu viel, aber heute ist noch FED-Sitzung und man wartet gespannt, ob es vielleicht doch den ein oder anderen Hinweis gibt, wann eine mögliche Zinswende in den USA auf der Agenda steht.